Also DDR-Gefängnisse sind die dunkelsten Orte, die man sich vorstellen kann. Ne? Also ist das wirklich so. Also im Rückblick, mich hat wahrscheinlich wenig mehr geprägt als Gefängnisse. Ne? Also das ist so groß für mich in meinem ganzen Erleben, auch in meinem Kopf bis heute. Hi, ich bin Pia und ich sitze heute mal wieder bei uns in der DDR-Box und habe heute Ingo Hasselbach als Gast bei mir, der ziemlich viele spannende Geschichten aus der Jugend in der DDR-Zeit zu erzählen hat. Hi Ingo, Hallo? freut mich, dass du da bist. Ja, mich auch. Bist doch tatsächlich dann ja auch mal verhaftet worden. Das allererste Mal, wie ist es dazu gekommen? Da waren wir auf einem Fest der deutsch-sowjetischen Freundschaft hier in Lichtenberg. Das nannte sich Druschba-Fest. Das ist auch ganz hier in der Nähe von, das ist die Parkau Lichtenberg. Wir hatten ordentlich getrunken, das war schon so, und wir wollten da auch hin und wollten gucken, was da passiert. Da haben so ein paar Bands gespielt. Aber im Prinzip wussten wir schon, wenn wir da hingehen, dass das auch teilweise eine Provokation ist, weil da war viel Stasi, da waren viele Leute aus dem Viertel, da haben sich eigentlich eher so Genossen getroffen. Also da war es für euch dann auch schon politisch irgendwie. Ja, das war schon zu der Zeit war das ganz klar schon, dass wir auch provoziert haben und provozieren wollten. Dann sind wir da hingekommen und irgendwie spielte da eine Band und wir haben da einen Moment zugehört und dann hörte die Band auf zu spielen und wir haben laut gerufen, die Mauer muss weg, zu zweit. Und zwar richtig laut, mehrfach, und dann ging es irgendwie ganz schnell. Dann Was ging ganz schnell? kamen von mehreren Ecken Leute, die uns weggeschnappt haben, aus dem Park rausgezerrt haben, ins Volkspolizeiauto rein und dann zur nächsten Dienststelle gebracht haben. Wo wir dann erstmal warten mussten eine Weile und dann gegen Abend hieß es, wir wären dem Haftrichter in der Keibelstraße im Polizeipräsidium. Und da wurde dann Haftbefehl gegen uns erlassen, wegen Rowdytum hieß es. So haben die das genannt. Also was auch immer, das war so ein Gummiparagraf. Unter Rowdytum konnte man alles verpacken, was man eigentlich nicht politisch verurteilen wollte. Ne? Weil die wollten ja nicht, dass wir irgendwie sagen können, wir wurden politisch verurteilt, sondern dann hieß es nach dem DDR-Strafgesetzbuch, ist das Rowdytum. Ne? Aber wir hatten eigentlich nur gerufen, die Mauer ist weg. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Also was hast du gedacht, als du dann da saßt? Ich war gerade 18 und das war schon heftig. Also die erste Verhaftung, da nachts in der Keibelstraße, nachdem ich beim Haftrichter saß und der mir den Haftbefehl vorgelesen hat. Und dann wurde ich von diesen grünen Volkspolizisten, die uns da hingebracht hatten, den schwarzen Gefängnispolizisten übergeben. Die hatten so schwarze Uniformen mit so hohen Mützen und das war irgendwie so nachts um zwei. Und dann waren Handschellen und dann wurdest du runter in die Untersuchungshaftanstalt geschleppt. Da hatte ich schon Panik. Also das war keine Frage, klar. Da bleibt dir schon die Luft weg. Konntest du irgendwie deine Eltern anrufen Nee, oder? gar nichts. Also ich weiß nicht, meine Mutter wurde informiert, aber ich glaube, meine Mutter wurde erst eine Woche nach meiner Festnahme informiert, dass ich festgenommen bin, also dass es einen Haftbefehl gibt. Und wo ich bin, haben sie ihr auch erst mal nicht gesagt. Ja, und dann ist man da und weiß erstmal nicht, was passiert. Dann guckst du ins Strafgesetzbuch und da steht bei Rowdytum bis zu 2 Jahren Haft möglich. Und du weißt halt nicht, was dich erwartet. Und dann war ich hier in Rummelsburg in einem anderen Gefängnis und habe auf mein Verfahren gewartet. Und ich glaube, nach 6 oder 7 Tagen gab es eine Anklageschrift vom Gericht. Die durfte ich nicht behalten. Die wurde mir verlesen von so einem Anstaltsschließer da. Und dann bin ich in einem Schnellverfahren zu 4 Monaten Haft verurteilt worden. Also innerhalb, ich glaube, von der Festnahme bis zur Gerichtsverhandlung keine 10 Tage. Und in der Zeit hattest du aber auch Kontakt zu niemandem außen. Wusstest du, was mit Henry passiert ist Herr auch? Henrik, wir sind zusammen von der Keibelstraße am Alex, wo uns der Haftbefehl verlesen wurde, nach Rummelsburg gebracht worden. Wir saßen zusammen in so einem Auto, da war eine Wand zwischen und wir haben trotzdem reden können. Henry war schon vorher schon mal im Gefängnis und der fand das halt ganz lustig. Im Rückblick war es halt ganz schön, weil er meine Schwere irgendwie schon gemerkt hat und versucht hat, mir das so ein bisschen wegzunehmen, indem er dann irgendwie immer meinte, ja, ist halt nicht so schlimm und so, es ist ganz gut, hast halt ein Zimmer und so. Also das war halt Henrys Art, was doch gut war. Also das hat mich schon ein bisschen geholfen. Aber wir wurden dann getrennt. Ist normal im Gefängnis, dass man als Mittäter getrennt wird. Genau, dann kam es zur Gerichtsverhandlung, da habe ich ihn dann auch wieder gesehen. Ich glaube, er hat 7 Monate gekriegt und ich habe 4 Monate bekommen und bin dann relativ schnell von Rummelsburg in eine Strafvollzugseinrichtung verlegt worden, in Rüdersdorf in so einen Zementtagebau.
das System war im Prinzip, was in der DDR auch viel gemacht wurde, eine besondere Bestrafung durch harte Arbeit einfach. Also ein Zementtagebau, das ist richtig, richtig ackern. Also da musst du richtig schuften. Wie sah da so ein Alltag aus? Was musstet ihr da machen? 4 Uhr wecken. Dann hat man schnell sich angezogen, ist in so einen Gefangenentransporter geklettert und ist runter in den Tagebau gefahren worden. Und dann hat man da halt Steine abgebrochen, die dann zermahlen wurden und ultra hoch erhitzt werden und dann zu Zement verarbeitet werden. Es ist wahnsinnig dreckige Arbeit, staubig. Bei mir war es, glaube ich, August, September, Oktober, wurde dann auch kalt. Also es war eine echt harte Zeit. Ne? Und der Zement war halt gedacht für den Export in den Westen. Wusstet ihr das auch damals? Na, wir wussten es nicht, nee. Aber das hat man dann später erfahren, dass Rüdersdorf hat auch West-Berlin versorgt. Also das war so, weil West-Berlin hat ja selbst kein Umland gehabt, ne, durch die Grenze. Und hat halt sehr viel auch aus der DDR bezogen. Und wir haben im Prinzip da im Knast Zement abgebaut für den Westen. Ui. Was waren da für andere Leute mit dir da? Wer war das so? Gemischt, aber das war, diese Arbeitslager hatten eine Höchststrafe, Verbüßungszeit von 1 Jahr. Darüber bist du da nicht hingekommen. Also wenn du mehr als 1 Jahr hattest, bist du in eine andere Anstalt gekommen. Von daher waren das alle, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, so Hühnerdiebe. Ne? Also ein bisschen was geklaut, Leute, die nicht arbeiten gegangen sind, Leute, die keinen Unterhalt gezahlt haben, sowas. Habt ihr euch gut untereinander verstanden oder wie waren da so die Verhältnisse? Naja, das ist ja so ein Phänomen in Gefängnissen, ist, dass man letztlich schon in irgendeiner Form versucht zusammenzuhalten. Ne? Es gibt immer Leute, die es nicht machen, Leute, die brutal mit anderen Gefangenen umgehen. Aber eigentlich gibt es so eine Gefangenengemeinschaft, die ganz schön stark sein kann und auch so eine Art Zusammenhalt hat, weil man ja ein Schicksal teilt. Ne? Und ich habe alles getroffen. Mein Glück war eigentlich im Gefängnis immer, dass ich sehr groß war. Und dadurch hatte ich so ein bisschen meine Ruhe vor Leuten, die Stress machen wollten. Die haben mich eigentlich immer in Ruhe gelassen und mich angefasst. Was hast du in der Zeit am meisten vermisst? Oder was war für dich am schwierigsten in dieser Haft? Gute Frage, was hat man vermisst? Ja, man hat halt keine menschlichen Kontakte und die vermisst man natürlich, klar. Also einfach auch mal normales Gespräch, ein nettes Wort von irgendjemandem. Das sind so die Sachen. Also heute, wenn du im Gefängnis bist, du kannst ja auch jemanden anrufen heutzutage. Da gibt es Telefonmöglichkeiten. Da gab es alles nicht. Ne? Also DDR-Gefängnisse sind die dunkelsten Orte, die man sich vorstellen kann. Ne? Also das ist wirklich so. Also im Rückblick, mich hat wahrscheinlich wenig mehr geprägt als Gefängnisse. Ne? Also das ist so groß für mich in meinem ganzen Erleben, auch in meinem Kopf bis heute. Ne? Also das hat mich nie mehr losgelassen. Die Brutalität von so einem Ort, ohne das Zutun von Menschen erstmal, nur alleine der Ort, der dich so erschlägt. Ne? Und dann kommt dazu, es funktioniert alles militärisch. Ne? Du musst immer die Leute mit Dienstgraden anreden. Ne? Du bist nicht Ingo Hasselbach, sondern du bist der Strafgefangene mit einer Nummer. Strafgefangener 14 07 430 064. Das ist deine Nummer, die musst du immer drauf haben. Ne? Hinzu wahnsinnig schlechte hygienische Bedingungen, das Essen, eine totale Katastrophe. Ich habe so abgenommen damals, dass mich ein Generalmajor, der mich im Gefängnis getroffen hat, auf Doppelkost gesetzt hat, weil er dachte, ich verhungere. Was gab es denn da zu essen? Na, ganz olles, schlechtes Brot mit ganz fettigem Wurst, also Margarine, also alle so Sachen. Auf den Kartoffelsäcken stand Schweinezucht oder Strafvollzug. Ja, na, also so war, das waren so die Reste der Gesellschaft, was man in Kaufhallen nicht mehr anbieten konnte, hat man in den Strafvollzug geschickt. Also all diese Sachen zusammengenommen, du bist einfach froh, wenn du überlebst. Ganz einfach. Wie war das dann, nach 4 Monaten da wieder raus zu sein? Wie hatte dich das verändert? Na, für mich war klar, als ich rauskam, dass ich in der DDR überhaupt keine Chance mehr habe. Also in keinerlei Hinsicht. In der Schule war ich am Ende, also ich konnte nicht weiter, ich konnte kein Abi machen oder so, das kam für mich nicht in Frage. Beruflich gab es für mich die Wahl Ausbaufacharbeiter, also Maurer, so ein Bauberuf oder Gleisbau, das konnte ich mir aussuchen, mehr gab es nicht. Ich habe mich dann für Maurer entschieden. Also diesen Karriereweg irgendwie, den meine Eltern zum Beispiel, fand Journalismus immer wahnsinnig spannend, ne? Weil ich war ja von Journalisten umgeben, das war unmöglich.
Damit war klar, also wenn man irgendwas im Leben noch erreichen will, und das passierte mittlerweile auch in meinem Umfeld sehr extrem, dass man einen Ausreiseantrag stellte, versuchte, das Land zu verlassen, dass man versuchte zu flüchten aus der DDR. Diese zwei Optionen rückten natürlich ins engere Umfeld plötzlich, dass man gesagt hat, okay, also wir wussten zwar, dass alle Fluchtmöglichkeiten eigentlich irgendwie immer scheiterten letzten Endes, aber dass man über eine kurze Gefängniszeit von 10, 12 Monaten, vielleicht auch ein Jahr, über den Freikauf, ne, die Bundesrepublik Deutschland hat ja Gefangene aus der DDR freigekauft, aus humanitären Erwägungen, dass man über diesen Weg relativ schnell dann in die BRD käme. Und Henry und ich haben uns dann dafür entschieden, dass wir versuchen zu flüchten. Habt ihr davor auch noch mal versucht, einen Ausreiseantrag zu stellen? Ja, ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, als ich 18 wurde, also kurz danach. Nun muss man wissen, dass diese legale Möglichkeit des Ausreiseantrags, das war im Gesetz der DDR nicht vorgesehen. Das hatte sich so durchgesetzt, dass man den Ausreiseantrag nannte, aber es gab dafür keine gesetzliche Grundlage. Ne? Also man ist dann mit seinem Ausreiseantrag, den man dann schreiben musste, formulieren musste, ist man zur Abteilung Inneres gegangen. Die saß in jedem Rathaus, also auch hier ganz in der Nähe. Da saß dann meistens jemand von der Staatssicherheit auch in dem Raum mit und eine Sachbearbeiterin. Denen gegenüber musste man sich erklären. Und dann haben die gesagt, alles klar, wird jetzt hier zu den Akten genommen. Aber dann wurde dir nicht gesagt, Bearbeitungsfrist 2 Monate oder so, sondern das war's. Sie hören von uns. Ne? Dann hat man meistens nichts mehr gehört. Wenn man, es gab Leute, die haben das sehr hartnäckig betrieben, die sind dann immer wieder hin, jeden Dienstag zur Sprechstunde und haben nochmal nachgesagt und haben gesagt, ich bestehe drauf, ich möchte dieses Land verlassen. Was hat man denn da für Gründe genannt? Also Unzufriedenheit einfach. Einfach Freiheit, Beschränkung, dass man das Land nicht verlassen darf, Reisefreiheit nicht gegeben ist, Meinungsfreiheit nicht gegeben ist. Ne? Das sind ja alles Sachen, die man erlebt hat. Wenn so ein Ausreiseantrag gestellt war, dann war ein normales Leben eigentlich nicht mehr möglich in der DDR. Ne? Dann setzte in den Betrieben eine Schikane ein. Es gab Leute, die Berufsverbot bekamen. Also es wurde nicht so ausgesprochen, aber die wurden einfach plötzlich entlassen. Ne? In der DDR musstest du aber arbeiten. Das war gesetzlich vorgesehen. Du musstest arbeiten. Wenn du nicht gearbeitet hast, bist du ins Gefängnis gegangen. Das heißt, diese Leute mussten sich in irgendeiner Form Arbeit suchen. Wurde man dann noch mal irgendwo angestellt? Also genau, wurde man noch mal irgendwo angestellt. Die meisten Betriebe haben dich nicht mehr genommen mit einem Ausreiseantrag. Du musstest aber, weil sonst bist du ins Gefängnis gekommen. Wegen Arbeitsbummelei. Ne? und das haben trotzdem Leute ganz bewusst riskiert, indem sie da so einen Natürlich haben Antrag Leute das gestellt haben. riskiert, weil sie natürlich in so einem Land nicht bleiben wollten. Ne? Und also auch gerade, wenn so eine Schikane einsetzt, alleine wegen einem Ausreiseantrag, ne, dann wird dir ja nochmal klar, dass du eigentlich das Richtige machst. So ein Land, da willst du ja nicht leben. Ne? Bei mir war das auch so. Ich habe eine Weile nicht gearbeitet und dann wurde mir klar, dass ich auf der Liste wahrscheinlich, dass sie mich schon auf dem Schirm haben. Und habe dann von meiner Abteilung Inneres Arbeitsplatzbindung bekommen. Die haben mir einen Arbeitsplatz zugewiesen und haben gesagt, an dem arbeiten Sie jetzt. Da dürfen Sie nicht mehr weggehen ohne unsere Erlaubnis. Sonst gehen Sie ins Gefängnis. Und das war im Elektrokombinat Lichtenberg, in so einem ganz dreckigen, rußigen Betrieb, da bin ich in so eine Frauenbrigade gesetzt worden. Nur Frauen, alle SED-Mitglieder und so ganz leistungsorientiert und alle auf Leistung auch gearbeitet. Ne? Du musstest da Tonnen von so kleinen Dingern zusammenlöten jeden Tag. Und dann dachte ich, okay, mache ich jetzt mal, halt die Füße still, habe dann meinen Walkman aufgesetzt und habe meine Punkmusik gehört und habe da fleißig gearbeitet. Dann wurde mir der Walkman weggenommen, wegen Verstoß gegen Arbeitsschutzbestimmung, und dann bin ich nicht mehr hingegangen. Und dann wusste ich aber, ich muss arbeiten und habe dann in so einem kleinen Restaurant angefangen zu arbeiten, als Putzhilfe. So für so 3 Stunden am Tag, damit sie nicht sagen können, ich arbeite nicht. Ne? Das haben die schon kapiert, dass ich das also bewusst so gemacht habe, diese 3 Stunden. Und dann haben die dieses Restaurant angerufen und gesagt, nee, nee, der kann nicht als Putzhilfe bei Ihnen arbeiten, der muss als Koch bei Ihnen arbeiten, Vollzeit. Und dann meinte die Frau, ja, aber er ist ja kein Koch. Das haben die gesagt, uns völlig egal, der muss jetzt bei Ihnen als Koch arbeiten. Und dann habe ich so einen Vollzeitjob da wieder gekriegt. Also die haben schon mit allen Mitteln versucht, dir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klingt total absurd. Es sind ja auch ein Stück weit, aber es ging letztlich darum, dass die Kontrolle ausüben wollten. Darum geht's, weißt du?